So, wir haben hier einen neuen Land und bla. Wir haben hier wieder den himmlischen Erzengel, der ja sowieso nichts bringt. Ich habe den hier. Bla bla bla. Kartenhand behalte ich halt. Ist auch scheißegal, bringt eh alles nichts. So. Weiter geht's, kommt schon, ey. Okay. Er bringt einen Sumpf, ja. Wir kennen doch inzwischen auch schon seine Spielweise. Oh, sehr schön, was habe ich hier jetzt? Da brauche ich einen Sumpf für. Dann kann ich ihm schon mal die Kreaturen wieder kaputt hauen. So, weiter geht's. Weiter geht's. Das ist echt ein heftiges Kartendeck für mich hier, der Gegner. Wir bräuchten halt auch ein Kartendeck, was schnell angreifen kann. Ja, weil dann kommen wir nicht in die Verlegenheit, dass wir vielleicht irgendwann mal keine Dingens mehr haben, keine Lebenspunkte. Und er andauernd Eile hat. Das ist nämlich ziemlich mächtig. So, ja, mach weiter. So, ich könnte ein paar Karten ziehen, da brauche ich aber auch noch ein Land für. Und ich muss aus dem Puschen kommen eigentlich. Ich müsste jetzt eigentlich schon bald die erste Kreatur bringen, damit wir hier überhaupt irgendwie eine Chance haben. Sonst kriegt er gleich wieder Eile und wenn er Eile hat, ist sowieso alles vorbei. Weil dann haut er alle meine Kreaturen weg und dann, haha, meine Kreaturen kommen alle wieder vom Friedhof zurück. Oh, ich bin so toll. Okay, eine Ebene. Die spielen wir doch einfach mal. Aber wir können immer noch nichts von den anderen Karten spielen, weil uns fehlt noch ein Sumpf. Hm. Hoffen wir einfach mal auf den Sumpf. Wir kriegen jetzt erstmal wieder 4 Schaden reingedrückt, Leute. Wer freut sich genauso wie ich? Ja, entweder müsst ihr am Anfang schön viele Zauber haben. Wäre auch eine Möglichkeit. Immer wieder seine Kreaturen halt zu töten, dass er nicht angreifen kann. Aber spätestens, wenn er Eile hat, bringt das auch nichts mehr. So, jetzt habe ich auch einen Hard Restart. Aber wenn man es so sieht, ja komm, wir ziehen jetzt einfach Karten. Was anderes bringt nichts. So, da war schon mal immerhin ein Kultivieren bei. Aber ein bisschen was müsste ich auch wegschmeißen gleich. Das sehe ich jetzt schon kommen. 3 Karten, glaube ich, oder? Ne, 2 Karten. 2 Karten müssen weg. So, ich denke mal, den kann ich weghauen. Obwohl, der braucht 7 Länder. Den könnte ich vielleicht sogar bald spielen. Der braucht auch 7 Länder. Edelmut kann weg. Und der Hard Restart kann theoretisch auch weg. Der bringt uns sowieso nicht so viel, weil der kriegt seine Kreaturen ja eh jede Runde wieder. Und jetzt hat er... Der hat jetzt sofort übrigens Eile, Leute. Das ist doch scheiße, das... Oh, das bringt nix. Das bringt echt nichts, was ich hier gerade mache, habe ich das Gefühl. Jetzt hat er Eile. Ja, toll. So, ich habe jetzt einen Wald. Wenn ich den Wald jetzt spiele, beziehungsweise könnte ich irgendwie es schaffen, eine Karte zu spielen? Nee, natürlich nicht. Ah, Mann. So, muss ich mir den Sumpf holen. So, einmal bitte den Sumpf. Und dann gib mir halt noch eine Ebene von mir aus. Und was spielen wir hier mit? Könnte ich mir noch, weiß ich nicht, noch ein Gebirge holen, meinetwegen. So, jetzt macht er mir aber wieder 4 Schaden, dann habe ich nur noch 6. Ich habe eigentlich schon wieder so gut wie verloren, Leute. Wenn er einmal Hard Restart macht, dann habe ich eh schon wieder verkackt. Weil er holt jetzt seine dritte Kreatur. Genau. Er macht jetzt 4 Schaden, das heißt, in der nächsten Runde könnte er 6 Schaden machen. Alter Falter. Okay. Okay, okay, okay. Ja. Ich bleibe am Ball trotzdem, Leute. Ich werde es jetzt trotzdem nochmal versuchen. Wie war das nochmal? Spontanzauber kann ich immer wirken. Sehe ich das richtig? Ja, ich meine schon. So, jetzt habe ich hier das erste Mal einen Engel. Wenn ich den spiele... Ach nee, ach, das haben wir ja jetzt. 7. 1, 2, 3. Na, das bringt nichts. Wir haben ja gerade mal 8 Länder. Nee, das bringt nichts, wenn ich das jetzt spiele. Ich habe jetzt einen anderen Plan. Ich gehe jetzt auf Weiter und gehe jetzt nochmal auf Weiter. So, und wenn er jetzt ein Land spielt, genau, dann spiele ich meinen Spontanzauber. Hallo, ich will den... Achso, ja, okay, mach das halt noch. Ich will den Spontanzauber jetzt aber wirken und jedem 2 Schadenspunkte zufügen. Dann sind alle seine weg. Ha! Ja, warum ist die nicht weg? Oh, Mann, ey, was soll das? Wieso ist die Karte nicht mit weggegangen?
Ja, wir haben eh verloren. Was soll ich? Ich kann ja nichts mehr machen jetzt. Jetzt kann ich mir meinen Engel holen. Dann macht er eh Hard Restart. Das heißt, ich müsste jetzt versuchen... Ja, komm, spiele ich noch eine Insel meinetwegen. Ich hole mir jetzt ein paar Karten. In der Hoffnung, dass ich irgendwas da drin habe, womit ich seine Kreaturen gleich wieder töten kann. Na, nichts. Bringt mir nichts. Ne, Leute, wir haben verloren. Wir haben eh verloren. Gut, Leute, an dieser Stelle mache ich dann aber erstmal einen Cut, weil wir sind jetzt schon im dritten Part, wo ich mich mit diesem Gegner umherschlage. Ich werde jetzt so lange noch weiter versuchen, bis wir hier mal gewinnen, würde ich sagen. Und das zeige ich euch dann natürlich noch. Bloß ich denke mal, das macht keinen Sinn, wenn ihr jetzt im dritten Part immer noch irgendwie euch anschauen müsst, wie wir am Failen sind. In diesem Sinne, wir sehen uns im nächsten Part. Bis dahin, macht ihr noch einen schönen Tag. Ciao. So, Leute, für euch war es nur ein ganz kurzer Cut. Ich hingegen habe jetzt erstmal ein Schlückchen getrunken und meine Gedanken gesammelt. Es ist der erste Versuch, nachdem ich eben sozusagen aufgehört habe zu zocken. Und ich bin gespannt, ob das jetzt die siegreiche Runde werden wird. Falls ihr das jetzt hört, ist es wohl die siegreiche Runde geworden. Wir haben hier drei Länder. Hier werde ich natürlich gleich erstmal einen Wald holen, damit wir wucherndes Wachstum spielen können. Wir haben einmal hier die Möglichkeit, eine bleibende Karte zu zerstören. Das hoffe ich mal hilft uns auch ein bisschen. Wir können neue Karten ziehen, das heißt, wir brauchen eine Insel auf jeden Fall noch. Und ja, das gute Teil hier mit drei bleibenden Karten kann man dann sehen. Wir behalten die Kartenhand auf jeden Fall und spielen zuerst natürlich einmal direkt einen Wald, damit wir dann das wuchernde Wachstum spielen können. Und dann lasst uns einfach direkt loslegen. Boah, ich bin gespannt, wie sich das jetzt entwickeln wird. Ich will jetzt nicht sagen, ich habe ein gutes Gefühl, weil das gute Gefühl hatte ich jetzt schon ein paar Mal. Und irgendwie hat mich das gute Gefühl scheinbar jetzt schon ein paar Mal im Stich gelassen. So, dann spielen wir jetzt direkt erstmal den Sumpf, würde ich sagen. Weil wir brauchen einen Sumpf, damit wir dann gleich in der nächsten Runde ihm seine Karte kaputt machen können. Dann umgehen wir schon mal diese zwei Schaden, die wir ja sonst immer am Anfang bekommen haben. Und mit dem anderen Teil würde ich mir dann gerne eine Insel holen. Das heißt, es fehlt uns auch nur noch ein Gebirge, damit wir überhaupt etwas machen können. Also, beziehungsweise damit wir die ersten Kreaturen zum Beispiel spielen könnten. So. Ist auch, glaube ich, das erste Mal, dass ich jetzt um diesen Schaden herumkomme, oder? In den vorherigen Versuchen haben wir es, glaube ich, nie geschafft. So, komm, du wandelst dich mal bitte in eine Insel um. Jetzt habe ich aber wieder nur noch... Jetzt habe ich wieder keine Länder mehr. Ja, müssen wir gespannt sein, ob das irgendwie hilft. Und ja, wir hauen jetzt diese Karte hier weg. So. Dann sind wir schon mal wieder eine Runde weiter. Was macht das Amulett eigentlich nochmal? Fügt einer Kreatur deiner Wahl drei Schadenspunkte zu? Oder bringt eine Karte deiner Wahl aus einem Friedhof auf die Hand ihres Besitzers zurück? Oder tappt alle Kreaturen, die ein Spieler deiner Wahl kontrolliert? Okay. Also, das ist ja gar nicht mal so schlecht. Das mit dem Tabben zum Beispiel könnte man gebrauchen. So, jetzt kommt seine Scheißkreatur ja wieder. Und ich muss jetzt eigentlich irgendwie was Schickes ziehen, damit ich irgendwas machen kann. Ich bräuchte jetzt zum Beispiel wieder mal so einen Zauberspruch, dass ich jetzt hier Schaden austeilen kann. Okay, wir haben jetzt einen Wald. Das heißt, oder ich spiele jetzt die Kreatur. Ja, ich spiele auf jeden Fall erstmal die Kreatur. So, dann könnten wir ab der nächsten Runde blocken. Vielleicht macht er jetzt ja sogar den Hard Restart. Wird sich zeigen, ob er den Restart macht oder nicht. Ich bin gespannt. Er macht eine Ebene, das heißt, er wird den Restart... Doch, er macht den Restart. Gut. Egal, Leute. Dann haben wir trotzdem noch eine Runde den Schaden aufgeschoben von ihm. Das trifft sich doch schon mal. Und wir haben ein Land bekommen. Oder ich könnte Karten ziehen. Ach, kann ich sowieso. Aber ich hole mir auf jeden Fall erstmal ein Gebirge, Leute. Obwohl, warte mal. Warte mal, warte mal. Bevor ich das jetzt mache... Was? Nein! Jetzt ist das nicht... Oh nein, das gibt's doch nicht! Wieso passiert mir so eine Scheiße? Ich dachte... Ja, Leute, lasst euch in den Kommentaren ruhig über diese Aktion aus, die ich jetzt gerade gebracht habe, aber das war mir wirklich nicht bewusst. Das war mir wirklich nicht bewusst, ey. Scheiße, ey. Da kann doch keiner mit rechnen. Ich wollte nur noch mal schauen, ob ich nicht erst die andere Karte spiele. Ach man, ey. Das ärgert mich jetzt richtig. Aber wir haben immer noch 20 Leben. Das ist schon mal immerhin etwas. Und ich kann sogar noch mal Karten ziehen. Das ist auch schon mal was wert. Ja, soll ich noch mal Karten ziehen? Na, muss ich ja eigentlich. Ein Wirbelwind. Ah, da brauche ich wieder ein Gebirge für.
Also wir ziehen einfach mal munter Karten. Und da haben wir unser Gebirge. Und wir können sogar nochmal Karten ziehen, theoretisch, wenn wir wollen. Aber erstmal müssen wir zwei Karten jetzt gleich abwerfen. Schade, Schokolade. So, okay, er wird jetzt gleich angreifen. Das heißt, was werfe ich weg? Wir haben jetzt ein Gebirge, das heißt, die Karte brauche ich, die Karte. Die hier, die Verzauberung brauche ich momentan eigentlich nicht, weil die macht uns eh wieder kaputt. Und drei Karten zerstören brauche ich eigentlich auch am wenigsten von diesen ganzen Karten, die wir jetzt hier haben. So, jetzt spielen wir gleich das Gebirge. Und dann hauen wir seine Kreaturen kaputt. Klingt das nach einem Plan für euch? Okay, wir kriegen jetzt das erste Mal Damage reingedrückt. Und er spielt eine weitere Kreatur. Okay. Okay, okay, okay. So, unser Gebirge. Was machen wir damit jetzt Schönes? Oh, was war das für ein Amulett nochmal? Zerstöre ein Artefakt deiner Wahljäger, eine Kreatur deiner Wahl unter die Bibliothek des Besitzes oder neutralisiere einen Spontanzauber. Ist es ein Spontanzauber, das andere, oder eine Hexerei? Das müsste man jetzt natürlich mal wieder wissen. Als Noob weiß ich es aber natürlich nicht. Und ich würde jetzt gerne die Gegner killen, oder? Was haltet ihr davon? Ja, ich kann ja sowieso keine Kreatur spielen. Oder ich tabbe erstmal die Kreaturen. Nee. Ich hau ihm die kaputt. Ja. Wir hauen ihm seine Kreaturen einfach mal kaputt. Und dann kultivieren wir nochmal. So, was muss ich mir jetzt holen? Was brauchst du denn? Du brauchst noch einen Sumpf. Okay, da kann ich für sorgen, dass du noch einen Sumpf bekommst. So, einmal den Sumpf bitte. Und meinetwegen nehme ich mir noch ein Gebirge, oder? Ja, komm, scheiß drauf, noch ein Gebirge auf die Hand. Okay, das heißt, wir kriegen in dieser Runde auch keinen Schaden. Boah, ey, ich schlawiner mich ja von Runde zu Runde. Aber von meinem guten Gefühl möchte ich jetzt nicht anfangen, Leute. Das hat mich schon zu oft enttäuscht. So, jetzt kommen sämtliche Kreaturen wieder. Und ich bin mal gespannt, ob er da jetzt die andere Kreatur noch spielt. So, aber wenn ich jetzt den Prinz der Korruption, hieß er so? Ne, Prinz der Knechte spiele. Und er greift mich dann an mit dem, ich hau mal eben alles kaputt. Dann müsste ich doch alle seine Kreaturen bekommen. Verstehe ich richtig, oder? So, wir spielen das und dann spielen wir den Knecht hier. Oder? Was habe ich hier nochmal? Ach ja, alles tabben könnte ich. Soll ich alles tabben? Nö. Wir spielen erstmal den Knecht. So, mal schauen, ob er jetzt den Hard Restart macht. Also, wenn ich das richtig verstehe. Immer wenn eine bleibende Karte, die der Gegner kontrolliert, auf den Friedhof gelegt wird, bringe ich die in meiner Kontrolle zurück. Falls er nicht Lebenspunkte bezahlt. Und wenn er Lebenspunkte bezahlt, ja, dann ist er selber schuld. Aber dann habe ich auch starke Kreaturen und immer wenn ich ein Land spiele, kommen die auch wieder zurück. Und ich habe... Okay, er macht jetzt wirklich... Jetzt kommt's drauf an, ich bin gespannt. So, jetzt bekomme ich die doch alle wieder. Ja, sauber. Sauber, Leute. Sauber. So, jetzt muss ich auch nur dafür sorgen, dass ich auch schön viele Länder immer auf der Hand habe. Und am besten spiele ich die Länder auch nur, wenn ich keine Kreaturen mehr habe. Und er hat jetzt sogar nur noch eine, weil die anderen sind alle bei uns. Wie geil ist das denn? So, das heißt, ich habe jetzt sogar hier noch... Oh, geil, Leute, jetzt haben wir auch noch die Kreatur. Und damit werden wir ihm jetzt erstmal richtig schön Lebenspunkte weghauen. Ist das geil oder ist das geil? Ey, es gibt's doch nicht. Ey, ohne Witz, Leute, ich schwöre euch, das ist wirklich der erste Try, nachdem ich diesen Part unterbrochen habe. Wirklich. Jetzt haben die auch noch alle Eile. Ja, klar, greife ich an. Er kann nur einen ablocken. Er kann nur einen ablocken. Und dann kann er nämlich nächste Runde nicht angreifen. Ey, das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Dass das jetzt auf einmal wirklich so gut klappt. Vier, der hat nur noch vier. Nein, ich möchte jetzt aber kein Land spielen. Danke für den Tipp, aber falls er jetzt irgendwie wieder einen Hard Restart macht, dann will ich die wieder in der nächsten Runde zurückholen. Oh, wartet, ich muss mal kurz husten. Sup, sorry. Er macht nichts. Er macht nichts. Und wisst ihr, was das bedeutet? Wir haben ihn eigentlich in die Enge getrieben. Ja, wir haben ihn. Wir haben ihn jetzt. Geil. Echt geil. So, ich könnte jetzt nochmal seine Kreaturen tabben. Oder kann ich nicht sogar irgendwo mit... Ja, genau hier. Ich könnte die Bibliothek jetzt auch... die Kreatur unter die Bibliothek von ihm packen. Und jetzt haben wir ihn. Ja,
Herrlich. Okay, damit habe ich jetzt wirklich nicht gerechnet, dass es jetzt doch so schnell geht. Jetzt habe ich wirklich gerade mal eben den ersten Versuch. Das glaubt mir jetzt eh keine Sau, oder? Ich meine, das kann jetzt ja jeder sagen, weil ich den Cut gemacht habe. Kann ich auch verstehen, wenn ihr mir das jetzt nicht glaubt. Aber ihr kennt mich, ich habe noch eine Errungenschaft bekommen, den furchtlosen Erforscher. Da bin ich mal gespannt, wofür das war. Ey. Einen neuen Avatar haben wir auch freigeschaltet. Und die Errungenschaft hier, furchtloser Erforscher, ja. Aber die Karte haben wir doch schon, oder? Zeig mal her, die Karte haben wir doch schon. Haben wir die jetzt doppelt, oder wie? Ja, haben wir scheinbar. Okay. Ja gut, dann haben wir die halt jetzt nochmal. Und damit habe ich wieder noch einen Sumpf mehr drin. Okay. Gut, das würde ich mir natürlich dann speichern und aufhören. Und ja, Leute, Drachenzähmen leicht gemacht. Es war leider doch nicht so leicht, wie es jetzt den Anschein hatte. Ich glaube, wir haben 6 oder 7 Versuche gebraucht. Auf jeden Fall die Begegnung, die uns bisher am meisten gefordert hat. Und ja, beim nächsten Mal geht's gegen Chandra. Mal schauen, wie die sich so schlagen wird gegen uns. Ich hoffe mal, dass wir da ein bisschen schneller vorankommen. In diesem Sinne, wir sehen uns in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao.